Hallo, zum Monatsende gibt es mal wieder ein neues Gelesen-Update. Ja, ich habe mich bemüht, mal wieder ein bisschen mehr zu lesen. Ja, ich hoffe, es ist mir gelungen. Ist nicht ganz so abzuwägen, aber wie auch immer, ich fange mit der ersten Reihe an, die ich gelesen habe. Und zwar ist das Sith of the End, Band Nummer 8. Und Band Nummer 9 waren mal wieder zwei super tolle Bände. Ja, jetzt geht es ja nun endlich mit dem Kampf, sagen wir mal so, es waren ja die Kampfvorbereitungen, auf dem der da gefolgt ist. Und jetzt geht es so langsam los. Jeder hat, jedes Team hat so seine Aufgaben bekommen, was sie zu tun haben. Und wie gesagt, jetzt hat es endlich angefangen. Es kommt endlich mal wieder ein bisschen Schwung in der Geschichte rein. Wie gesagt, hat mir wieder sehr gut gefallen. Auch die Rückblenden waren sehr gut. Ja, sehr toll gemacht, sehr spannend, sehr interessant. Ja, ist ja der aktuelle Band, also im Englischen jetzt Band 10, kommt, soweit ich weiß, raus Ende des Monats. Also ist ja jetzt auch nicht mehr so lange. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, in dem 10. Band ist auch mein Lieblingskapitel drin, auf den ich mich schon sehr freue. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und dann folgt es ja auch nicht mehr dem Anime da, der ja dann aufgehört hat. Da bin ich auch echt gespannt, wie es denn storytechnisch überhaupt weitergeht. Und lass mich echt überraschen. Ja, die nächste Reihe, die ich gelesen habe, ist Magical Girl of the End, Band Nummer 8. Ich hatte ja vorgehabt, Band 8 und 9 zu lesen. Ich glaube, das hatte ich im Update-Video gesagt. Im Update-Video vom August, dass ich ja Band 8 und 9 lesen wollte, da ich ja jetzt Band 10 habe. Aber ich habe gesehen, dass in diesem 8. Band sozusagen die erste Staffel endet, oder dass die erste Staffel nun zu Ende ist und es dann mit einer zweiten Staffel in Band 9 weitergeht. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, Staffel 8 mit dem Beenden der ersten Staffel zu beenden und dann später Band 9 und 10 dann zusammenzulesen oder nur Band 9, da weiß ich es noch nicht, aber so habe ich jetzt die erste Staffel beendet und ja, war richtig gut, also hat mir sehr gut gefallen, dieser Band. War wieder sehr spannend, hat mir wieder sehr gut gefallen. Man hat wieder ein paar Sachen erfahren, man hat denn, oder auch die Gruppe hat denn nun so endlich erfahren, wer denn der Drahtzieher hinter diesem ganzen Theater überhaupt ist. Wenn er der Hauptdrahtzieher ist, ich weiß es nicht, ob es da vielleicht doch noch jemanden gibt, der noch höher steht. Das weiß ich im Moment nicht, aber war wirklich sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen und ich bin echt gespannt, wie es ja in der zweiten Staffel weitergeht und was noch alles passiert. Weiter geht es mit dem nächsten Band, den ich besser gesagt durchgeblättert habe, und zwar Naruto, die Schriften des Jin. Wie gesagt, ich habe die echt nur durchgeblättert. Ich habe mir nicht alles durchgelesen. Zu einem, es ist ziemlich viel. Also wirklich, man wird überschlagen mit Personen, mit Informationen und alles. Und als zweites muss ich auch sagen, ich finde die Schrift übelst klein. Also es ist gar nicht so einfach, überhaupt das zu lesen. Da habe ich mir gedacht, nee, ich blätter jetzt einfach nur durch, lese mir nur ein paar interessante Sachen durch und den Rest, ja, guckst du dir einfach nur an, ein paar kleine Sachen vielleicht noch ein bisschen durchlesen, aber mehr dann auch nicht. Aber ansonsten, es war ganz okay, dass hier zum Ende habe ich auch nur kurz durchgeblättert, das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Aber wie gesagt, es war okay, war jetzt nichts Großartiges, aber für die Sammlung finde ich es dann doch ganz in Ordnung. Ja, ich habe dann auch wieder eine neue Reihe, kann man eigentlich sagen, abgeschlossen. Und zwar Diener des Mondes, Band 2, habe ich gelesen.
Und ich muss sagen, ich fand die Reihe richtig gut. Also sie hat mir sehr gut gefallen. Es war eine tolle Geschichte. Es waren tolle Charaktere. Aber ich muss zugeben, also an manchen Stellen des Manga habe ich mir auch so gedacht, ja, liest du hier wirklich, es ist ja betitelt mit Fantasy, da habe ich auch gedacht, liest du jetzt hier wirklich einen Fantasy-Titel, eine Fantasy-Geschichte? Oder bist du nicht doch irgendwie, ja, hast dich verlesen und ist doch irgendwie Boys Love, was du hier liest, weil da waren doch einige Anmerkungen bei, wo man sagen könnte, ja, das wäre Boys Love, aber wie gesagt, die Geschichte war richtig gut, hat mir sehr gut gefallen, das Ende fand ich toll und auch im Großen und Ganzen war es eine echt super tolle Reihe. Schade, dass sie schon zu Ende ist, weil das wirklich eher eine sehr gute Reihe war, wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen und absolut lesenswert. Also ja, ich fand es richtig gut und hätte vielleicht noch ein Band sein könnten, aber so ist das Ende auch ganz okay. Ich bin zufrieden und war richtig toll. Ich habe auch angefangen mit dem ersten Band einer neuen Reihe und zwar mit der Neuheit Ein Freund für Nanoka Nocare. Ja, das Positive zuerst. Einfach, wie ich im Update schon gesagt habe, der Zeichenstil. Der Zeichenstil ist mega schön, sehr hübsch, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, sehr klar. Aber die Story, ja, also mir gefällt sie überhaupt nicht. Ich kann mich darin gar nicht reinversetzen. Ja, sie ist mir einfach irgendwie ein bisschen zu lose, ich weiß auch nicht. Und wenn ich mir denn überlege, dass. Ja, ich weiß nicht, 8, 13, ich weiß jetzt nicht, ob's, ja, wie viele Bände es waren, die nun schon draußen sind. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ja, es so viele Bände gibt, nur um, weiß ich nicht, nur um irgendwie um dieses Thema oder um diese Geschichte. Also da graust es mir dann doch schon ein bisschen und habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Lust, ja, diese Geschichte, diese Reihe zu lesen. Deshalb wird. Ja, nach Band 1 abgebrochen. Mal sehen, vielleicht werde ich den irgendwie mal vertauschen oder verkaufen oder verschenken. Ich werde ihn aber auf jeden Fall nicht weiterlesen. Gut, weiter geht es mit Dusk Maiden of Amnesia, Band Nummer 5. Ja, die Story oder die Geschichten, die in diesem Band waren, haben mir wieder ja, ganz gut gefallen. Die ersten zwei fand ich jetzt nicht so toll, aber die Geschichte mit, hieß er Akihito oder mit Akahito, ja, Spuk 21 bis 23, also Akahito 1 bis 3, die fand ich richtig gut. Also, ja, die fand ich, wie gesagt, sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Ja, war wieder ein wenig mysteriös, also richtig gut, einfach grandios. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf Band 6 und auf die weiteren Geschichten. Ja, auch sozusagen eine Neuheit, die ich mir erst gekauft habe und schon gelesen habe. Und zwar Kagero Days Band Nummer 6. Ja, ich mag die Reihe wirklich sehr, sehr gerne. Aber mit jedem Band, ja, denke ich mir, was passiert denn nun? Irgendwie alles so verwirrend, ja, verworren, verwirrend. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht drauf klar. Ich, weiß nicht, ich bin so durcheinander und weiß echt nicht, was jetzt hier noch ist. Aber auf jeden Fall war der Band sehr spannend. Ja, es war wieder ein paar Sachen, die man erfahren hat. Man hat auch die, sagen wir mal, die Hintergrundgeschichte von Mary jetzt erfahren. Ja, wie sie da in diesem Haus aufgewachsen ist und dann, wie sich die beiden hier treffen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, auch die Zeichnungen waren wieder richtig schön, war auch sehr toll. Das Ende von diesem Band fand ich auch wirklich sehr spannend. Also, da wurde dann gesagt, dass sie irgendwie auf der Suche, wie es auch hier steht, nach diesem Phänomen sind, der roten Augen, also nach diesen Kagero Days. Fand ich auch sehr spannend und sehr interessant. Also ich bin, ja, ich lasse mich echt überraschen und bin mal gespannt, wie sich die
Reihe noch weiterentwickelt und wohin das eigentlich alles, wohin das alles führt. Okay, kommen wir zum nächsten Band, den ich gelesen habe. Scary Lessons, Band Nummer 9. Der hat mir wieder richtig gut gefallen. Waren wieder sehr tolle Geschichten mit bei, wo ich sagen muss, dass ich die Hadesuhr, diese beiden Teile, haben mir richtig gut gefallen. Also die waren mega gut, sehr spannend. Auch, ja, wie man es hier schon sieht, die erste Geschichte war auch sehr gut. Da muss ich sagen, doch, hier war ich echt überrascht, weil ja jetzt die letzten nicht ganz so toll waren, aber endlich mal wieder ein Band, der mir richtig gut gefallen hat. Auch diese kleine Zusatzepisode oder ja, Zusatzstunde, die hier mit bei war, hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr gute Enden, sehr gut gemacht. Also wie gesagt, wieder ein Band, der etwas besser war als die, ich glaube, es waren zwei Bände davor, wo es ja nicht ganz so gut war. Also ich bin echt weiter auf diese Reihe gespannt. Und somit kommen wir auch schon zu den letzten Manga, die ich in diesem Monat gelesen habe. Und zwar wären das die One Piece Bände. Band 54, Band 55, Band 56, Band 57, Band 58, Band 59 und zum Schluss Band Nummer 60 beinhalten den Impel Down Arc und den Marineford Arc. Und ich muss sagen, diese beiden Arcs sind meine absoluten Lieblings-Arcs in der ganzen One Piece-Serie, was ich bisher gesehen habe. Weil ich mag die einfach so gerne. Hier ist wirklich alles drin, was man sich so wünschen würde oder könnte oder so. Also ich fand es richtig genial. Ich fand es traurig, spannend, einfach super gemacht. Ich muss auch ehrlich gestehen, an dieser besonders einen Stelle, da konnte ich echt nicht mehr. Ich habe schon im Anime geweint, ich habe schon im Spiel geweint und jetzt auch im Manga geweint, weil, ich fand es echt einfach so traurig und war einfach sprachlos, obwohl ich ja natürlich wusste, was schon passiert. Aber das dann nochmal zu lesen, war doch noch, war noch etwas anderes und es hat mir richtig gut gefallen. Deshalb sind diese beiden auch meine absoluten Lieblings-Arcs. Natürlich hatte ich ja auch schon mal gesagt, ich habe noch andere, die mir gefallen, aber diese beiden Arcs zusammen finde ich einfach grandios, haben mir mega gut gefallen. Ich hatte echt, ich könnte jetzt sagen, viel Spaß beim Lesen, obwohl es auch übelst traurig war, aber ich hatte einfach richtig Spaß am Lesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich natürlich darauf, die weiteren Bände zu lesen. Ich bin einfach im Moment richtig drin, möchte unbedingt weiterlesen und freue mich schon übelst darauf. Und das war's auch dann diesmal schon von dem gelesen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!